Den Müll bequem und umweltgerecht entsorgen kann die Bevölkerung ab sofort im neu errichteten Ressourcenpark in Neumarkt, Steiermark. Mit diesem Leuchtturmprojekt werden nicht nur gesetzliche Vorgaben erfüllt, es ist vor allem eine Servicestelle für die Bevölkerung in dieser Region. Ja, die bisherigen Sperrmüllsammlungen haben in den Ortsteilen stattgefunden, das heißt, es war auch maximal zweimal pro Jahr. Jetzt ist es aber dann wöchentlich die Möglichkeit, also am Freitagnachmittags, Samstagvormittags, so starten wir mal die Öffnungszeiten, das wird letztlich dann der tatsächliche Bedarf bringen. Wir haben auch gewillt, diese Öffnungszeiten auszuweiten. Natürlich ist es so, dass haushaltseigene Mengen können kostenlos hier entsorgt werden. Alles Weitere geht nach Katsch an der Mur. Wir haben ja 14 Gemeinden, die im Abfallwirtschaftsverband quasi vereint sind. Und dort oben haben wir natürlich diese große Anlage. Das ist eine Servicestelle vor Ort hier in Neumarkt. Im Bezirk Murau ist dieser Ressourcenpark, errichtet im Gewerbepark Neumarkt, ein absolutes Premierenprojekt. Also im Bezirk Murau ist die Errichtung dieses Ressourcenparkes die erste Neuerrichtung einer solchen Einrichtung durch eine Gemeinde. In dieser Größenordnung, vor 2 Jahren hat der Abfallwirtschaftsverband Murau ein großes Altstoffzentrum errichtet. Und wie gesagt, dieses Projekt ist ein Vorreiterprojekt, nicht nur für die Gemeinde Neumarkt, sondern auch für den Bezirk Murau. Im März 2019 wurde mit dem Bau der Anlage auf über 1200 Quadratmetern begonnen. Penibelgenau war dabei die Planung. Wir arbeiten eigentlich seit 2007 intensiv auf Revit, auf 3D-Basis und erstellen eigentlich alle Gebäudemodelle virtuell am Computer, so dass man praktisch einfach Knotenpunkte, Abläufe und so weiter im Vorfeld schon prüfen kann. Es hat da zum Beispiel eine Verkehrswegeprüfung gegeben da am Park, wo man überall mit einem Sattelkraftfahrzeug drüber kommt, wo man eben mit LKWs und mit Spezialfahrzeugen einfahren kann, dass man nirgends zu enge Kurvenradien und so weiter hat. Das ist eigentlich alles in der Planung berücksichtigt worden. Ich glaube, das ist einmal der wesentliche Faktor. Das spart Zeit und Geld, wenn das gut geplant ist. Und auch die Abwicklung ist in relativ kurzer Zeit durchgeführt worden. Und mit unserer Mannschaft, wir sind ein örtliches Unternehmen, hier mit Sitz in Schäffling, mit 85 Mitarbeitern. Und sind sehr froh, dass wir hier regional mitarbeiten können und unsere Mitarbeiter auch in Einsatz bringen können. Der Umwelt zuliebe wurde dieser Ressourcenpark Neumarkt gebaut. Finanzielle Beteiligung gibt es auch vom Land Steiermark mit Ressortleiter Landesrat Johann Seitinger, wie Nationalratsabgeordneter Karl Schmidhofer bei der feierlichen Eröffnung betonte. Wir wünschen dem Gemeinderat, vor allem dem Bürgermeister Josef Mayer mit seinem Team und der Bevölkerung frohes Sammeln in Neumarkt. Und das ist ein Schritt der Eröffnung heute, wo wir viel Freude unseren Kindern und Enkelkindern für die Zukunft machen können. Mit diesem Projekt Ressourcenpark leisteten die Verantwortlichen einen wesentlichen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Aktuell haben ja bekanntlich Aktivisten mit Demonstrationen und anderen mehr weltweit eine perfekte Bühne. In diesem Fall wird nicht nur geredet, sondern gearbeitet. Genau. Das besonders Wichtige ist, dass man nicht nur darüber spricht, die Umwelt zu schützen, demonstrieren geht etc. Das Wichtige ist, dass wir als Bürger diese Infrastruktur, die Gemeinden, das Land, die Opferwirtschaftsverbände zur Verfügung stellen, auch nutzen. Denn im Endeffekt kann dieses Gebäude nichts ausrichten, wenn nicht die Bürger kommen und hier ihren Abfall getrennt, möglichst sortenrein übergeben, damit wir das wiederverwerten können. Ich glaube, dass man, wie man gehört hat, in die Ausführungen von den Redner schon sowas in einer Gemeinde braucht, dass man die Sachen, die anfallen, nutzen kann oder auch wieder verwerten kann. Mülltrennung ist sehr wichtig. Funktioniert das Ganze bei euch daheim? Vorragend, ganz super. Ich bin dafür zuständig und ja, mein Mann entsorgt dann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir lieber sowas, das was regional oder vor Ort passiert, dass wie solche Umweltaktivisten, die was alle biert im Fernsehen oder irgendwo medial auftreten. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht meins. Der Ressourcenpark in der Marktgemeinde Neumarkt in der Obersteiermark, ein sichtbares Zeichen für Klima- und Umweltschutz. Gesegnet wurde die Anlage vom Pfarrer Alfred Eichmann. Musikalisch begleitet wurde der Eröffnungsfestakt vom Musikverein St. Marein bei Neumarkt.